Und wie wir auch in der Schriftlesung gehört haben, sollte Gott auch nicht Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm beten, die auf ihn vertrauen, die seine Gebote halten. Ja, und wie es da steht im Lukas 18, 7 bis 8, er wird ihnen Recht schaffen. Es ist nicht nur, er wird ihnen vielleicht Recht schaffen, sondern er wird ihnen Recht schaffen. Geschwister, als Gott uns zu seinen Kindern gemacht hat, durch die Taufe und durch den Empfang des Heiligen Geistes, durch die anschließende Händeauflegung, übernahm Gott auch die Verantwortung für unsere Bedürfnisse. Er übernahm auch die Verantwortung für unsere Bedürfnisse als seine Kinder. Wie Familien, wie Eltern für ihre Kinder Verantwortung übernehmen, so übernimmt auch Gott Verantwortung für uns, für unsere Bedürfnisse, damit wir als Kinder in dieser Welt gerecht leben können. Ich glaube, das ist nicht so einfach in dieser Welt. Wir wissen das von Lot, der damals auch, die Welt war nie wirklich die letzten 6000 Jahre Gottes Welt. Es war, wie wir wissen, Satans Welt, von Satan verführt. Aber wenn Gott jemand herausruft, wenn Gott seine Kinder herausruft, dann sorgt er auch für sie. Er, wie an einer anderen Stelle erwähnt, er sendet uns wie Schafe unter die Wölfe. Nun, Geschwister, wir hätten keine Chance, wenn wir nicht übernatürlichen Schutz hätten. Ein Schaf hätte keine Chance unter Wölfen. Das ist ganz klar, bildhaft, das wissen wir. Theoretisch hätten wir geistlich gesehen auch keine Chance ohne Gottes Hilfe. Ja. Jeder Mensch, mit dem Gott arbeitet, ob jung oder alt, kommt in Situationen, wo Glauben unbedingt erforderlich ist. Und er schreibt ja auch hier, wir lesen auch in Lukas 18, Vers 7 bis 8, die Schriftlesung, die wir gehört haben. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Meinst du, dass er Glauben finden wird auf Erden? Das Volk Israel hatte die Gebote Gottes, aber es mangelte ihnen an Glauben. Es nützt nichts, wenn wir die Bibel haben und vielleicht auch glauben, dass wir daran glauben, aber es nicht in die Tat umsetzen, dann zeigen unsere Früchte, dass wir es nicht wirklich ernst nehmen. So ist es. In Hebräer 3 und in Vers 19 sehen wir, die Israeliten hatten eigentlich Gottes Gebot, sie hatten den Staat, ihren eigenen Staat, aber trotzdem, wie wir hier in Vers 19 lesen, und wir sehen, dass sie nicht dahin kommen konnten, wegen ihres Unglaubens. Vielleicht gibt es auch in unserem Leben Situationen, und davon bin ich sicher, bei jedem Christen, denn wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes kommen. Ja, jeder Christ geht durch Prüfungen durch. Es ist nicht etwas Besonderes. Jeder von uns wird getestet, ob sein Glaube auch echt ist, ob der Glaube auch einen Wert hat. Vielleicht gibt es auch Situationen, und es gibt es bestimmt, wo wir aufgrund unseres Unglaubens die erwarteten Segen nicht empfangen, so wie die Israeliten. In 1. Korinther 10 und in Vers 11, eine Stelle, wo es ganz deutlich wird. 1. Korinther 10 und in Vers 11. Dieses widerfuhr ihnen, den Israeliten, als ein Vorbild. Es ist aber geschrieben uns zur Warnung, uns, die wir hier das lesen, zur Warnung, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist.
Gott brachte uns physisch im übertragenen Sinn aus Ägypten. Was wurde von den Israeliten verlangt? Damals dasselbe wie von uns, Glauben. Das Volk Israel hatte die Gebote Gottes, aber es mangelte ihnen an Glauben. Wir können heute beides haben, die Gebote Gottes und durch den Heiligen Geist den Glauben Jesu Christi, der uns hilft. Denn mit unserem Glauben, den wir produzieren könnten, könnten wir uns nicht das Heil erlangen. Sonst könnten wir ja aus uns heraus, aus eigener Kraft, es ins Reich Gottes schaffen. Von uns wird verlangt, dass wir Reue und Glauben haben bei der Taufe. Unser Glaube, der menschliche Glaube, reicht aus, dass wir bei der Taufe, vor der Taufe zumindest, erkennen können, ja, wir brauchen einen Erlöser und unser Erlöser ist Jesus Christus und wir vertrauen ihm. Wir glauben an sein Opfer, dass wir unsere Sünden vergeben wurde. Das ist, was uns verlangt wird. Nur wenn wir den Heiligen Geist empfangen, hilft uns Gott auch, den Glauben Christi in uns zu entwickeln, damit wir durch diesen Glauben es auch schaffen können in das Reich Gottes. Und oft versuchen wir, Geschwister, ich glaube, ich mit eingeschlossen, ich sprich auch zu mir, versuchen wir in Situationen, uns, unsere Kraft einzusetzen, damit wir dieses Problem oder die Situation lösen. Und vergessen oft auch, dass wir Gottes Hilfe brauchen und in Anspruch nehmen können und sollen. Gott sagt, wir sollen seine Kraft in Anspruch nehmen. In Zacharia, wir brauchen das nicht aufschlagen, wo es steht, es wird nicht durch Heer oder Macht, sondern durch meinen Geist geschehen. Geschwister, das ist im übertragenen Sinne auch in unseren Problemen der Fall. Wir können manchmal die Probleme nicht lösen. Sicher ist es schon so, dass Gott verlangt von uns, dass wir auch etwas tun, dass wir nicht nur sagen, ja gut, das soll Gott lösen und ich lebe weiter, wie es geht, sondern wir sollen unseren Teil tun, ja, aber im Glauben an unseren Schöpfer Gott, an unseren himmlischen Vater. Der Titel der heutigen Predigt lautet: Lebendiger Glaube. Lebendiger Glaube. Was ist lebendiger Glaube und wie können wir ihn umsetzen in unserem Leben? Ich habe das in einigen Punkten eingeteilt. Der erste Punkt: Lebender Glaube ist Wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Lebender Glaube ist Wandeln im Glauben und nicht im Schauen. In 2. Korinther 5 und in Vers 7. 2. Korinther 5 und in Vers 7. Hier lesen wir das, was ich erwähnt habe, jetzt der erste Punkt. Denn wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Ja, wir vertrauen auf Gottes Hilfe, auf seine Allmacht. Wir glauben daran. Wir lesen nicht nur in der Bibel davon, sondern wir glauben es auch. Und Geschwister, der menschliche Verstand kann nicht an etwas glauben, was er nicht sieht. Das sehen wir deutlich in dieser Welt. Die Wissenschaftler glauben nur das, was sie prüfen können, was sie sehen können, was sie greifen können, was für sie logisch ist. Das ist der menschliche Verstand, der nicht an etwas glauben kann. Aber durch den Heiligen Geist Gottes, durch die Gesinnung Christi, die wir empfangen haben, können wir mit dem geistigen Auge sehen. Wir können wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Und manchmal ist es so gar gegen die Logik, gegen die menschliche Logik, wo wir sagen, ja, das gibt es doch nicht. Wir werden an Beispielen sehen noch, wo es Dinge gibt, die der menschliche, wo menschlich gesehen, das kann es ja gar nicht geben. Nur Gott ändert sich nicht. Wenn ein Konflikt entsteht zwischen dem, was man sieht und dem, was Gott sagt in seinem Wort, Paulus sagt uns, ein gläubiger Mensch entscheidet sich für Gott und glaubt ihm, was er sagt. Das ist Wandeln im Glauben.
Ist nicht immer einfach. Das ist mir schon klar. Das war auch in meinem Leben so. In 2. Korinther 4, wir sind, hier brauchen wir die nächste Seite anschauen. 2. Korinther 4, die Verse 17 bis 18. Hier lesen wir, denn unsere Trübsal, sehen wir, wir sehen hier, dass unser Leben, unser christliches Leben eine Ausbildung ist für die Welt von morgen. Und es wird hier beschrieben, unsere Trübsal. Ja, wir gehen durch eine Ausbildung durch, die nicht immer angenehm ist. Durch unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist. Die ist nicht ewig. Unsere Probleme bestehen nicht ewig. Die haben ein Ende. Unsere Probleme bestehen nicht ewig. Die zeitlich und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Dieses Ziel dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare, denn was sichtbar ist, das ist zeitlich. Was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Geschwister, wir glauben, dass Gott existiert, auch wenn uns die Welt weismachen will, dass wir vom Affen abstammen. Wir glauben, dass Gott existiert. Wir glauben, dass Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist und er sie führt und leitet, auch wenn wir manche Dinge nicht immer gleich verstehen. Wir glauben, dass Jesus Christus zurückkehren wird, auch wenn wir dafür von Menschen belächelt werden. Wir glauben, dass Jesus für uns gelebt und gestorben und auferstanden ist, damit auch wir ewiges Leben haben können. Wir glauben, dass wir mit Jesus Christus im Reich Gottes als Könige und Priester regieren werden, auch wenn wir uns heute nicht als fähig dafür finden. Wir, wenn wir das an diese große Aufgabe richtig auszuführen, sind wir heute noch nicht in der Lage. Dafür werden wir auch ausgebildet. Und es gibt noch viele andere Dinge, die wir nicht sehen und doch glauben. In 1. Petrus 4 schreibt hier Petrus, damit wir immer wieder sehen, es ist nichts etwas Neues, wenn wir durch Schwierigkeiten durchgehen, sondern es sind Dinge, die wir als Christen durchmachen. Eine enge Pforte, eine schmal, steinige Pforte, aber das Ziel, die Herrlichkeit im Reich Gottes für alle Ewigkeit als Sohn Gottes geboren zu sein, eine riesige, eine große Aufgabe zu haben. Was ist das für ein Vergleich dann diese paar Jahre, wenn wir es nennen wollen, hier im Leben, wo wir ja nicht immer es angenehm haben, aber wenn wir das Ziel vor Augen haben, warum wir berufen worden sind heute, dass Gott Vertrauen hat in uns, dass wir es schaffen. Er sagt, er prüft uns nicht über unser Vermögen. Er kennt uns ja, er weiß ja, wie zerbrechlich wir manchmal sind oder öfter sind. 1. Petrus 4, in den Vers 12, hier lesen wir, ihr Lieben, lasst euch durch die Hitze nicht befremden, die euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern freut euch, dass ihr mit Christus leidet, im nächsten Vers, Vers 13. Es ist schon nicht so einfach, dass wir uns darüber freuen sollen. Aber wenn wir unsere Bestimmung verstehen im Reich Gottes, dann werden wir uns vielleicht nicht über die schwere Krankheit freuen, die wir haben, oder über eine Situation, aber wir werden uns innerlich freuen, die über unser jetziges Leben hinausgeht. Glaube ist Übereinstimmung mit Gottes Wort. Glaube ist Übereinstimmung mit Gottes Wort. Einer der größten Fehler, den die Israeliten machten, war, dass sie die physischen Umstände, die sie sehen konnten, mehr Gewicht gaben, als auf das zu vertrauen, was Gott ihnen versprochen hatte. Und, wie wir vorhin gelesen haben, das alles wurde uns für uns geschrieben.
damit wir das sehen können und lesen können. Schauen wir uns einige Beispiele an. Die Kundschafter zuerst von den Israeliten. In 4. Mose 13. Wir schauen nur einige paar Verse an. Wir können die Geschichte, wenn Sie das dann näher wollen, zu Hause auch ganz durchlesen. In 4. Mose 13 und in Vers 27. 4. Mose 13 und in Vers 27. Hier lesen wir, da wurden ja Kundschafter ausgesandt, um das Land zu erkunden. Sie sollten ja das einnehmen, das gelobte Land. Aber was erzählten sie? Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Es fließt tatsächlich Milch und Honig darin und dies sind seine Früchte. Und stark ist das Volk, das darin wohnt und die Städte, die befestigt und sehr groß sind. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. In Vers 33 dann weiter. Wir sahen dort auch Riesen, ja Anaks Söhne, aus dem Geschlecht der Riesen und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen, ob sie das so genau wussten. Jedenfalls, was sahen sie? Sie sahen befestigte Städte, sie sahen große und starke Menschen, sie sahen die Gefahr und das Risiko. Sie glaubten dem mehr, was sie sahen, als den Versprechungen, die Gott ihnen gegeben hatte. Gott kann mit Menschen nicht arbeiten, die ihm nicht glauben. Ganz einfach, es ist so. Wenn wir Gott nicht wirklich glauben, wie soll er mit uns arbeiten? Schauen wir in Kapitel 14, Vers 2, was die Folge davon war. Und die Israeliten murrten gegen Mose und Aaron. Der Mose bekam es immer ab. Und die ganze Gemeinde sprach zu ihnen, ach, dass wir in Ägyptenland gestorben wären oder noch in dieser Wüste sterben. Eine leichtfertige Bitte, die sie hier gemacht haben. Denn Gott erhörte ihre Bitte und die sind in der Wüste gestorben. Alle über 20 Jahre. Außer die zwei Männer, Josua und Malech. Ja. In Vers 22 bis 23. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht und meiner Stimme nicht gehorcht haben, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe, und keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Dann in Vers 34, nach der Zahl der 40 Tage, in denen ihr das Land erkundet habt, je ein Tag soll ein Jahr gelten, sollt ihr 40 Jahre eure Schuld tragen, und dass ihr inne werdet, dass es sei, was es sei, wenn ich die Hand abziehe, Geschwister, hoffentlich müssen wir nicht auch die Erfahrung machen, wenn Gott die Hand abzieht aus unserem Leben, wenn wir auch im Unglauben handeln. Wie sehr, Geschwister, schätzen wir die Kirche? Wie sehr haben diese Eliten Mose geschätzt? Ja, er bekam sie immer ab. Jesus Christus gründete diese Kirche und er ist das Haupt der Gemeinde. 1. Korinther 12, wenn wir das hier lesen. 1. Korinther 12, die Verse 26 bis 28. 1. Korinther 12. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ja, wenn wir Schwierigkeiten haben und wir reden miteinander, dann ist es unsere Aufgabe, dass wir uns einander ermutigen, einander helfen, einander dienen. Das ist unsere Aufgabe.
Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Und Gott hat in der Gemeinde eingesetzt, erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer, dann Wundertäter, dann Gaben, gesund zu machen, zu helfen, zu leiten und mancherlei Zungenrede und so weiter. In Epheser 4, Vers 11 bis 16 sehen wir, das ist eine ähnliche Stelle, aber wir sehen auch den Grund, warum Christus die Gemeinde geformt hat. In Epheser 4, die Vers 11 bis 16. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige Hirten und Lehrer. Warum? Warum hat er die Gemeinde eingesetzt? Damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Das ist unsere Aufgabe, auch jeder von uns, dass wir einander dienen, dass wir uns einander zurüsten zum Werk des Dienstes, damit der Leib Christi erbaut wird. Bis wir hineingelangen zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Maß der Fülle Christi. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerische Spiele der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Ja, ist unser Glaube so lebendig, dass wir diese Früchte hervorbringen, dass wir einander dienen und helfen, wo es geht? Es geht um das Merkmal des Glaubens, das Menschen haben, und sie halten an diesem Glauben fest, damit er nicht verloren gehe. In Judas, vor Offenbarung, in Judas 3, eine interessante Stelle, dieser Glaube, der uns von Gott geschenkt wird, der uns hilft, diesen festen Glauben zu entwickeln. In Judas, und in Vers 3, Judas und in Vers 3, ihr Lieben, nachdem ich ernstlich vorhatte, euch zu schreiben von unserer aller Heil, hielt ich's für nötig. Vielleicht war es auch nötig, zur damaligen Zeit die Geschwister daran zu erinnern. Hielt ich es für nötig, euch in meinem Brief zu ermahnen, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert ist oder geschenkt ist. Dieser Glaube, der ein für alle Mal den Heiligen überliefert wird, uns überliefert wird, von Gott geschenkt ist. Wir sollen kämpfen für diesen Glauben, das heißt, wir müssen ihn festhalten. Wir sehen ein anderes Beispiel von Petrus, der auf dem Wasser ging. In Matthäus 14 und in Vers 28, wir lesen nur ein paar Verse davon, Matthäus 14, Vers 28. Wir können sehen, was unseren Glauben beeinflussen kann. Auch hier sehen wir, die physischen Umstände können unseren Glauben beeinflussen. Matthäus 14, 28. Wir sehen hier, Christus ist auf dem Wasser dahergekommen und die Jünger haben ihn gesehen und Petrus, ja, ein mutiger, impulsiver Mann, Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Wir sehen hier, Petrus wartete auf einen Befehl, das heißt auf ein Gebot beziehungsweise von Gott. Von Christus, so wie wir auch, wir haben das Gebot, wir wissen, was wir zu tun haben. Und Petrus sagte, Herr, sag, befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und Gott befiehlt uns ja auch, seine Gebote zu halten. Und er sprach, Christus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Wasser und ging auf dem Wasser und kam zu Jesus. Den Mut muss man sich vorstellen. Dann in Vers 30, als er aber den starken Wind sah, die physischen Umstände
das gibt's doch gar nicht, dass ich hier auf dem Wasser gehe, gibt es auch Dinge in unserem Leben, wo wir manchmal sagen, das gibt's doch gar nicht. In Vers 31, Jesus aber, und er begann zu sinken, als er das sah und erschrak, sein Glaube wich dahin, schmelzte dahin, und er beginnt zu sinken und schrie, so viel Zeit hatte er noch, und das sollten auch wir in jeder Situation haben, und schrie, Herr, hilf mir. Und sofort, nicht erst als er bis im Hals im Wasser stand, streckte ihm Christus die Hand entgegen, sondern in dem Fall sofort. Er brauchte sofort Hilfe. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Was sah er? Er sah das Unlogische. Das gibt's ja gar nicht. Und der Glaube wich dem Sehen. Einer der größten Hindernisse für den Glauben sind oft, nicht immer, die physischen Dinge, die logisch sind. Ein anderes Beispiel. Elisa und sein Diener in 2. Könige 6. Elisa und sein Diener in 2. Könige 6. Die Verse 14 bis 15 zuerst. Da sandte er hin mit Rosse und Wagen und ein großes Heer, ja, weil Elisa nicht kommen wollte. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die ganze Stadt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus und siehe, da lag ein Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach er zu seinem Diener, oh weh, mein Herr, was sollen wir nun tun? Er aber sprach, fürchte dich nicht. Elisa sprach, er sah mit seinem geistlichen Auge, fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sieht. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und sieh, da war der Berg voller feurige Rosse und Wagen um Elisa her. Vielleicht müsste manchmal Gott uns auch die Augen öffnen, dass er sieht, dass bei uns auch Engel in der Nähe sind. Ich glaube, ich habe mal die Geschichte erzählt von der jungen Frau, die Herr Dr. Höh hat das uns erzählt, die regelmäßig, weil sie keine andere Möglichkeit hatte, die hat im Krankenhaus gearbeitet und musste dauernd durch den Wald gehen und sind aber einige Dinge passiert, Vergewaltigungen sind passiert, die Polizei wusste schon davon, ja, und dann wurde der Täter gefasst und die wussten ja von der Frau, dass sie da durchgehen musste, die Polizei hat den Täter gefragt und haben Sie die Frau nicht gesehen? Ja, oh, sagt er, die Frau habe ich jeden Tag gesehen. Nur die hatte immer zwei starke Männer neben sich. War immer allein. Ja? Vielleicht, wie gesagt, musste uns auch manchmal Gott die Augen öffnen, dass er sieht, was rundherum um uns vorgeht. Wenn sein Kind, würden nicht Eltern ihre Kinder beschützen, so gut es geht? Kann Gott das nicht auch machen? Natürlich kann er das. Was sah der Diener? Er sah die große Armee, er sah die starke Bewaffnung, die Stadt war umzingelt, kein Fluchtweg aus. O Herr, wir sind verloren. Der Diener sah mit seinem Auge, aber was er hätte sollen, wäre Glauben gewesen. Dass wir an etwas glauben, Geschwister, dass wir nicht beweisen können, ist ein Geschenk Gottes, ist ein Wunder. Dass wir an etwas glauben, wir glauben an das Reich Gottes. Wir können es mit unseren physischen Augen nicht sehen. Wir fühlen die Schmerzen, wenn wir krank sind. Wenn wir die Arbeit verlieren, erfahren wir die kalte Realität, dass wir unsere Rechnungen trotzdem bezahlen müssen, auch wenn wir unsere Arbeit verloren haben. Wir hören die Anschuldigungen, Drohungen und Lästerungen von Verwandten, Arbeitskollegen vielleicht, sogar von Freunden.
Wir sind physisch geschaffen. Und es ist eigentlich logisch, dass wir mit dem Physischen zusammenhängen. Es ist logisch, beziehungsweise verbunden sind. Wir müssen erst lernen, im Glauben Gott wirklich zu vertrauen, bis wir sehen können im Glauben. Abraham, von ihm wurde von Gott verlangt, ein großer Test, sein eigenes Kind zu opfern. Ein großer Test war das. Hatte Abraham diesen starken Glauben schon von Anfang an? Nein, wenn wir die Geschichte sehen, ja, wo er Angst hatte, wie er in Ägypten war, dass er umgebracht würde, weil sie glauben, dass es seine Frau ist. Und hat er gesagt, das ist meine Schwester. Die Sarah ist meine Schwester. Was ja nicht ganz falsch war, aber auch nicht ganz richtig. Es war eine halbe Lüge. Und eine halbe Lüge ist auch eine Lüge. Ja, es war seine Halbschwester. Ja. Aber wir sehen, wir wachsen im Glauben. Durch diese Tests, die wir haben im Leben, das sind wie Steine, wenn sie uns in den Weg gelegt werden, die wir zu Treppen machen können, ja, wo es bergauf geht. Wie wir zu Treppen machen können, wenn Sie reinschauen in unserem Blog, da sehen Sie den Spruch des Monats, ich weiß nicht, ob Sie schon reingeschaut haben, den Spruch des Monats. Ja, ja, da können wir auf den Steinen, die uns in den Weg gelegt werden, Treppen machen. Wir müssen lernen und vertrauen, dass uns Dinge wirklich, wenn wir Gott lieben, vorausgesetzt, wenn wir Gott gehorchen, wenn wir Gott nicht gehorchen und es passiert uns alles Mögliche, dann, ja, dann ist es vielleicht etwas, was uns aufmuntern oder aufwecken sollte. Aber wenn wir Gott lieben, in Römer 8, 28, die Stelle, glaube ich, die kennen wir auswendig, wo für jene, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten geschehen nach seinem Vorsatz. Ist unser Glaube so lebendig, dass wir Gott so lieben und vertrauen? Auch wenn wir physisch keine Lösung oder Ausweg sehen, wenn wir zurückschauen in unserem Leben, da gibt es eine Geschichte, ich weiß, viele kennen die Geschichte vielleicht, aber einige vielleicht doch nicht, Spuren im Sand. Das ist etwas, das man wirklich, was einem schon zu Herzen geht, wenn man besonders in einer schwierigen Situation ist, dann ist es wie ein Balsam, wie eine Medizin. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich träumte, ich ging mit Gott einem Strand entlang. Am Himmel erschienen Streiflichter gleich, Bilder aus meinem Leben. Mit jedem Bild sah ich Fußspuren im Sand, meine eigene und die meines Herrn. Nachdem das letzte Bild vorübergezogen war, blickte ich zurück und stellte fest, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur zu sehen war. Das enttäuschte mich zutiefst. Würde jeden von uns. Ich fragte Gott danach, mein Gott, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du mir versprochen, mich auf allen Wegen zu begleiten, aber in den schwersten Zeiten meines Lebens sehe ich nur eine Spur im Sand. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am nötigsten brauchte? Gott nahm mich bei der Hand und antwortete mir, mein liebes Kind, ich habe dich lieb und werde dich nie verlassen. In den schweren Zeiten des Leidens, der Not und Trauer, dort, wo du nur eine Spur siehst, das war die Zeit, wo ich dich getragen habe. Ja, ich glaube, das ist schon etwas, was man in schwierigen Zeiten, sollte man schon dran denken. Da gab es einmal, das habe ich mir jetzt nicht notiert, in der Zeitschrift habe ich das gelesen, weiß nicht mehr in welcher, wo es war jedenfalls, eine Frau kam mit einem kleinen Kind zu einem evangelischen Pfarrer, Pastor, und sagte ihm, sie hatte das Gefühl, dass Gott sie nicht liebt. Der evangelische Pfarrer sagte, werfen Sie Ihr Kind weg. Was? Ja, werfen Sie Ihr Kind weg. Also, sowas, das würde ich nie tun. Dann sagt er, sehen Sie, Gott würde das auch nicht tun, Sie allein zu lassen. Oder Sie im Stich zu lassen. Ein gutes Beispiel auch.
Lebender Glaube, Geschwister, ist mehr als nur der Glaube, dass Gott existiert, sondern man glaubt auch, dass Gott tatsächlich im Leben eines Menschen eingreift. Lebender Glaube ist nicht wunschvolles Denken, sondern er ist fundiert auf Gottes Wort. Unser Glaube ist fundiert auf Gottes Wort und das kann nicht gebrochen werden. Glauben geht über ein gutes Gefühl hinaus. Der Glaube ist etwas für wahr halten, das Gott gesagt hat. Das ist Glaube. Etwas für wahr halten, das wir im Wort Gottes lesen können. Und das Wort Gottes kann nicht gebrochen werden. Das können wir auch, wenn wir vielleicht zweifeln, auch Gott bitten um diesen Glauben. Und ihn auch sagen, du hast es in deinem Wort versprochen. Verstehe ich vielleicht etwas falsch? Verstehe ich es nicht richtig? Hier steht, dass du das und das tust, dass du mich beschützt, dass du mir hilfst in Schwierigkeiten. Verstehe ich es falsch oder ist mein Glaube zu schwach? Die Bibel erwähnt viele Beispiele von gläubigen Menschen, wie wir wissen, die einen lebendigen Glauben haben, die im Glauben Gott dienten, die im Glauben Antwort auf ihre Gebete erhielten, die Probleme überwunden haben. Sie wurden aufgeschrieben für uns, damit wir Trost und Hoffnung, Mut und Geduld haben und lernen, um zu lernen, wie Gott mit uns arbeitet. Diese Beispiele, wenn wir sie lesen, auch die Fehler von Menschen, die gemacht wurden, ob das von David ist oder sonst irgendwo, wir haben gesehen, wie David dann geantwortet hat, wie ihn der Prophet Nathan zur Rede gestellt hat. Ja? Wie er gesagt hat, du bist dieser Mensch. Vielleicht hätte jemand, wenn jemand sich angesprochen wird oder empfindlich oder eitel wäre, sagen, was? Was traust du mir? Ich bin der König. Weg mit ihm. Kopf kürzer. Ja? Nein, David ging in sich und hat erkannt, ja tatsächlich, das bin ich. In Römer 15, Verse 4 bis 5, Römer 14, die Verse 4 bis 5, hier lesen wir, denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift, den Trost von Gottes Wort, Hoffnung haben, dass wir die Hoffnung nicht verlieren. Der Gott aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß. Es gibt viele Erfahrungen, die wir lesen können von gläubigen Menschen, von Abraham, das haben wir schon angesprochen. Das Leben von Ruth ist auch interessant. Das ist ein Beispiel, die Geschichte wird oft verwendet als ein Beispiel von Treue und Loyalität. Treue und Loyalität ist ein Ausdruck von Glauben. Wir sind treu und loyal zu Gott, egal, auch wenn es manchmal unser physischer Schaden ist, so vertrauen wir doch, dass Gott es lenkt und leitet, dass es uns zum Besten dient, nämlich zu unserem geistlichen Wachstum und Vorteil. Wir kennen die Geschichte, können Sie im Buch Ruth nachlesen, Naomi und ihr Ehemann und zwei Söhne übersiedelten nach Bethlehem in Juda, von Juda nach Moab. Die zwei Söhne heiraten Orpha und Ruth. Und was geschah dann? Alle drei Männer starben. Zurückblieben drei Witwen. Naomi entschied sich, nach Juda zurückzugehen. Die beiden Damen wollten mitgehen, aber Naomi machte sie aufmerksam, dass es für sie besser wäre, bei ihrem Volk zu bleiben, ihrer Art zu leben, hier zu bleiben. Sie würden in Israel nicht sehr willkommen sein. Ausländerhass, das kennen wir heute auch, gegenüber die Moabiter war in Israel vorhanden. Opera nahm den Rat an, Ruth entschied sich anders. Ruth, das Buch Ruth, Verse 1 bis
Ruth Kapitel 1 und Vers 16, wenn wir vielleicht da reinschauen. Ruth, das ist bei Richter. Nach Richter vor Samuel. Ruth 1 und in Vers 16, was sie sagte. Ruth antwortete: Rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren sollte. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Und wichtig ist hier, und dein Gott ist mein Gott. Sie nahm den Gott Israels an. Ruth zeigte nicht nur Treue und Loyalität zu ihrer Schwiegermutter, sondern auch zu dem Gott Israels, dem allmächtigen Gott. Trotz der aufkommenden Schwierigkeiten, ja, sie war eine Fremde, eine Witwe in einem nicht wohlgesinnten Land und Volk. Gott belohnte Ruth für ihre Einstellung. Sie heiratete einen Verwandten von Naomi. Durch ihren Sohn Obed wurde eine wichtige Linie in den Generationen geschaffen. Nicht nur König David, sondern auch Jesus Christus kam von ihrer Linie. In Ruth 4, in den Vers 22, können Sie das nachlesen. Ruth war die Urgroßmutter von König David. Es ist interessant, wenn man das so sieht. Wenn sie nicht mitgegangen wäre, wäre das nicht der Fall gewesen. Sie hatte Glauben, lebendiger Glaube ist ein Lebensweg. Lebendiger Glaube ist ein Lebensweg. Geschwister, wie ein Diamant, der erst durch ein Häufchen, durch einen Härtetest, kann festgestellt werden, ob er wirklich echt ist. Ein Diamant kann erst wirklich festgestellt werden durch einen Härtetest, ob er wirklich echt ist. Ein Duplikat schaut auch wie echt aus. Erst durch die Prüfung stellt man fest, ob der Diamant echt ist. Erst durch unsere Früchte kann Gott erkennen, und wir selber auch und andere auch, ob unser Glaube echt ist. In Römer 6 und in Römer 16. Römer 16 und in Vers 26. Ganz am Schluss des Römerbriefs, Römer 16 und in Vers 26. Nun aber offenbart und kundgemacht ist durch die Schriften der Propheten nach dem Befehl des ewigen Gottes, den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Den Gehorsam des Glaubens aufzurichten. Das ist, was Gott in uns schafft. Den Glauben, der aufgerichtet wird durch unseren Gehorsam zu Gott. Denn Gott, der alleine weise ist, sei Ehre durch Christus Jesus in Ewigkeit. Indem wir jede Wahrheit, die wir lernen, zu einem Teil unseres Lebens machen, wenn wir durch tägliches Bibelstudium diese Dinge, die wir studieren, umsetzen in unserem Leben, wird unser Vertrauen und Sicherheit in Gott wachsen und ständig zunehmen. Um ein christliches Leben zu leben, das erfordert ständiges Praktizieren von Glauben. Das ist lebendiger Glaube. Ein Gottes Wort wirkt in dem, der glaubt. Gottes Wort wirkt in dem, der glaubt. Der nicht glaubt, da kann er nicht wirken. Da wird nichts gewirkt. 1. Thessaloniker 2, die Vers und in Vers 13, 1. Thessaloniker 2 und in Vers 13, hier lesen wir: Und darum danken wir auch Gott ohne Unterlass dafür, dass ihr das Wort der göttlichen Predigt, das ihr von uns empfangen habt, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wirklichkeit, in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das in euch wirkt.
die ihr glaubt, die ihr glaubt. Es wirkt in denen, die glauben. Es wirkt, indem es sich auswirkt im Leben eines Christen. Es wirkt, indem es sich auswirkt. Das ist lebender Glaube, ein Glaube, der in die Tat umgesetzt wird. Reue, da schauen wir auf uns selbst, Geschwister. Da schauen wir auf uns selbst bei Reue. Im Glauben, da schauen wir auf Gott. Bei Reue schauen wir auf uns. Wir schauen auf unsere Fehler, die wir haben, wir bereuen sie. Aber im Glauben schauen wir auf Gott. Und der wahre Glaube kommt von Gott, der ist ein Geschenk, der den Gott in uns bildet, ja, den Glauben Jesu Christi. Ein weiterer Punkt, lebendiger Glaube ist willig, anderen zu dienen und ist bereit, Opfer zu bringen. Ist bereit, Opfer zu bringen. In Jakobus 1, 2 bis 8, Jakobus 1, 2 bis 8. Meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fällt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld bewirkt. Wir warten in geduldig auf das, was Gott in unserem Leben schafft, was er möchte in unserem Leben. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt und Geduld. Aber sollt ihr Werk tun bis ans Ende, bis Jesus Christus zurückkehrt, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und kein Mangel an euch sei. Wenn es aber jemanden unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann gern gibt und niemanden schielt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und bewegt wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfange. Ein Zweifler ist unbeständig auf allen seinen Wegen. In Vers 27, hier sehen wir, Vers 27 von Kapitel 1 hier in Jakobus, ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott, dem Vater ist er, die Witwen und Waisen in ihrer Trübsal zu besuchen, das heißt, ihnen auch zu helfen, sie zu unterstützen, und sich selbst vor der Welt unbefleckt halten. Muss natürlich auf sich selber auch schauen, dass wir, wie wir sehen, Menschen, die Hilfe brauchen, dass wir sie unterstützen. Ein bewährtes Mittel, von den eigenen Problemen loszukommen, ist darauf zu achten, ob wir anderen helfen können. Das wendet sich den Blick von uns weg auf andere zu. Durch den Glauben stellen Christen ihren Willen zurück und wählten, Gottes Willen zu tun. Das ist Leben im Glauben. Und manchmal ist es sogar gegen die menschliche Logik. Aber man entscheidet sich für Gott und glaubt ihm. Der echte Glaube, Geschwister, bewirkt etwas. Er hat eine Auswirkung. Er bewirkt etwas. Gott wird uns nie prüfen über unser Vermögen. In Hebräer 11 und in Vers 6 können wir die Schriftstelle wirklich besser verstehen. Wenn wir das von der Perspektive aus sehen, Hebräer 11 und in Vers 1, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist, dass er existiert. Und dass er denen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die, wie wir im Eingang in der Schriftlesung gehört haben, täglich zu ihm schreien, dass er denen Recht verschafft und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das ist Glauben. Ohne diesen Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Die Definition von Glauben sehen wir in Vers 1, was Glaube ist. Wir brauchen nicht raten. Es ist aber der Glaube, in Vers 1, eine feste Zuversicht. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Wir hoffen auf das Reich Gottes. Wir hoffen auf unsere Erlösung.
Wir hoffen auf unser Heil, auf unser Potenzial, als Söhne und Töchter im Reich Gottes zu sein. Eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nicht-Zweifeln an dem, was man nicht sieht. Wir sehen mit unserem geistigen Auge. Dafür brauchen wir Gottes Hilfe. An die Verheißungen, die Gott uns gemacht hat. Durch lebenden Glauben haben wir eine enge persönliche Beziehung zu Gott, wie zu unserem physischen Vater. Sicher, manchmal gibt es nicht so solche Beziehungen in der menschlichen Familie, aber Gott ist ein perfekter Vater und wir können zu ihm in jeder Hinsicht kommen. Wir können, Geschwister, diesen Glauben nicht selber produzieren. Es ist ein Geschenk, das, sonst könnten wir uns ja mit Werken Gottes Reich verdienen. Aber der Glaube, wir sind ja nicht weit entfernt, wir haben das schon gelesen in Judas, ich lese es nur noch einmal, dass ihr für den Glauben kämpft, der ein für alle Mal den Heiligen gegeben worden ist. Gott hilft uns durch seinen Heiligen Geist, Geschwister. In Offenbarung 14, weil wir schon nicht weit weg sind, können wir das sehen, dass es ein Merkmal ist für die Heiligen. Offenbarung 14 und in Vers 12. Hier ist Geduld der Heiligen. Hier werden die Heiligen angesprochen. Hier sind die, die da halten die Gebote Gottes und den Glauben Jesu. Und das An fällt im Urtext. Es ist der Glaube Jesu, den die Heiligen haben. Bitten wir Gott um den lebendigen Glauben, Geschwister. Manchmal bringt Gott uns in Lebenssituationen, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist so. Ich glaube, jeder, vielleicht nicht jeder, aber viele von uns waren in der Situation oder gab es Situationen, wo man sagt, jetzt weiß ich nicht, wie es weitergeht. Nun, das sagten diese Eliten auch. Die wussten auch nicht, wie es weitergeht. Als letzte Stelle in 2. Mose 14, die Verse 13 bis 14. Das, was zu den Israeliten gesagt wurde, das sollten wir auch bedenken. In 2. Mose 14, die Verse 13 bis 14. Eigentlich eine der Lieblingsstellen von mir. Denn was war hier los? Die Israeliten sind ausgezogen, vor ihnen das Rote Meer, hinter ihnen die Armee Ägyptens und sie mittendrin. Aussichtslos, menschlich gesehen aussichtslos. Und so reagierten sie auch am Anfang auch. Da sprach Mose zu dem Volk: Fürchtet euch nicht, steht fest und seht zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, werdet ihr sie niemals wiedersehen. Und was sagt er ihnen noch? Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Manchmal in aussichtslosen Situationen können wir sonst nichts machen, als wie stille sein und auf Gott vertrauen. Mehr ist nicht drin. Wenn wir Dinge tun können, sollten wir sie tun. Aber manchmal gibt es Situationen, da können wir nichts tun. Zuerst, Geschwister, im Glauben auf Gott vertrauen. Danach die Bitte äußern, die man hat. Und drittens dann in Gottes Hand legen. Er weiß am besten, wie es ausgehen soll und wird. Geschwister, für Gott sind seine Kinder sehr wichtig. Sehr wichtig, wertvoll und auch wertvoll. Aber nur, wenn sie den lebendigen Glauben haben und ihm gehorchen.